Moin und herzlich willkommen zu Folge 499 Bildbesprechung Samstag. Du hörst in der Folgennummer, das große Jubiläum steht direkt vor der Tür. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir gemeinsam nächste Woche diesen Bildbesprechung Samstag so richtig schön feiern würden. Und zwar in Form von einer Live-Sendung nächsten Samstag, 14.30 Uhr. Wie das Ganze funktionieren wird, erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. Folgen Bildbesprechung Samstag. Kommende Woche ist es soweit und ich bin wirklich dankbar dafür. Ich bin wirklich froh und ich bin noch ein ganz kleines bisschen stolz. Und zwar sowohl auf euch als auch so ein bisschen auf mich. Auf euch, weil ihr nach wie vor unermüdlich Bilder einsendet oder auf mich, weil ich es geschafft habe, eben über Jahre dieses Format hier am Laufen zu halten. Nächsten Samstag soll es eine Live-Sendung geben. Ich habe dir die Sachen mal bei uns auf der Webseite veröffentlicht, wie das Ganze funktionieren wird. Wenn du jetzt der Infokarte folgst, hier oben links, im, warte mal, links, rechts. Von dir aus gesehen das ist es rechts im Video oder in der Videobeschreibung. Da findest du genau die Hinweise, wie du live dabei sein kannst. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hier nächsten Samstag sehen würden. Es wird auch die eine oder andere Überraschung geben. Du weißt, wie es ist. Es ist ein großes Jubiläum und nochmal: Live-Bildbesprechung, alle Infos. Unten in der Videobeschreibung. Los geht die Party ganz kurz vor dem Jubiläum mit einem Foto von Peter kassigkeit Und ich glaube, Peter, wir haben doch in den letzten Folgen schon mal so ein Bild von dir gesehen, so ein ähnliches. Es war allerdings ein querformatiges. Da habe ich die Anordnung der Steine bemängelt und hier wäre sie fast gut, aber eben leider auch nur fast. Und habe ich nicht bemängelt, dass der Horizont ganz gleich schief war, so 0,5 Grad oder irgend sowas. Also hier ist er gerade, das freut mich erstmal sehr. Und die Anordnung der Steine ist auch schön. Die beiden oben links im Wasser, würde ich wegstempeln. Auf jeden Fall weg da. Die haben dann nichts zu suchen, sind, sehen aus wie zwei Fehler im Bild. Und rechts auch einige, aber nicht alle. Ja, besonders den etwas dickeren, der da in der Mitte, wie so eine Nase oder wie so eine weibliche Brust reinragt, sowas, wie so eine Spitze, wie so ein Dreieck. Auf jeden Fall wegmachen, das Ding. Das ist da wirklich nicht gut. Und der oben, obere dreieckige, der angeschnitten ist, auch, die in der Mitte. Der einzelne oben und die beiden unten, sehr gut, sehr gut, ja. Also ein bisschen aufräumen das Ganze. Besser wäre es natürlich gewesen, das vor Ort durch ein bisschen Perspektivveränderung oder einen anderen Bildwinkel zu lösen. Rainer Klinghammer mh, hat uns diese Einsendung zukommen lassen. Ja. Also das Bild ist sehr, sehr stark verrauscht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Handyaufnahme ist oder irgendwas. Ich gucke hier gerade mal rein oder warum das so aussieht, wie es aussieht. exif daten dem kann ich, den kann ich das leider nicht entnehmen. Sehr pixelig sieht es aus. So ein bisschen ausgefressen auch. Es ist leider, stürzt es in, in ganz unschönen Richtungen. In ganz unschönen Richt Richtungen, muss man sagen. Denn... Um, links, das ist glaube ich die Frauenkirche. Die stürzt so aus dem Bild raus in der im Prinzip falschen Richtung. Eigentlich würde man erwarten, dass es so, du, wie du stehst, in die andere Richtung stürzt, mit in da innen, also es ist irgendwie Perspektive schlecht entzerrt. Und dann haben wir unten eine unfassbar breite schwarze Fläche. Ja? Wenn man da eine Überschrift produzieren wollte in einem querformatigen Magazin, toll! Dresden bei Nacht, immer eine Reise wert, kann man da in großen, weißen Lettern hinschreiben. Fürs Foto ist es tatsächlich nicht sinnvoll. Um, und das, obwohl du zu einem guten Zeitpunkt da warst. Es ist nämlich eine schöne blaue Stunde und nicht so mitten in tiefer Nacht, aber es ist nicht gut ausgearbeitet. Rechts in der Mitte ragt auch noch irgendwas vom rechten Ufer ins Bild. Mm -mm, nicht so dolle. Rolf Lüdecke, der hat irgendwo im Herbst im Wald fotografiert und dann das Bild hier an bildbesprechung.ff-fotoschule.de geschickt. Und da gibt es so eine kleine Brücke im Hintergrund. Hinter der Brücke ist noch irgendetwas, was so ein bisschen mich irritiert. Steine oder irgendwas, keine Ahnung die da so ein bisschen in dieses rechte Brücken, Brückenländer reinragen, was ich nicht, nicht so schön finde. Ansonsten ist es, halt, es ist eine sehr schöne Stimmung, ja, sehr schön neblig. Es wäre noch besser, meiner Meinung nach, wenn du zwei Schritte nach rechts gegangen wärst und den dunklen Baum, der links im Bild ist, auf den linken Bildrand gesetzt hättest. Und zwar nicht so, dass es da eine massive Kante gibt, sondern, ich sag mal so, ein Viertel dieses Baumes, vielleicht ein Drittel, ähm, <laughs> um, das wäre noch besser. Ja, dann hätten wir das Ganze ein bisschen außermittiger. Wir hätten noch eine bessere Flucht von dem Weg hier, der zur Brücke führt und so weiter. So lebt das Bild aber auch schon ganz gut von der Stimmung. Sven Maus, der hat einen Wasserfall sehr, sehr weich gezeichnet und das Bild hierher geschickt. Belichtungszeit ist 30 Sekunden. Und wenn du den Effekt magst und es dir gefällt, dann ist das für mich natürlich vollkommen in Ordnung. Total in Ordnung. Ich persönlich finde den Effekt viel zu doll hier. Die gesamte Struktur ist sowas von weg, dass es wirklich aussieht wie runterfließende Milch. Und ich würde mir so wünschen, dass ich die Kraft des Wassers sehe. Und die sehe ich da halt gar nicht, weil es einfach viel, viel zu lang belichtet ist. Meiner Meinung nach. Die Brücke darüber ist toll. Darüber die grünen Bäume sind gut. Das ist vielleicht ein bisschen zu sehr an der Sättigung des Grüns gedreht worden. Du stehst auch schön gerade davor, was eigentlich eine sehr, sehr gute Idee ist. Gute Stelle. Geh da ruhig nochmal hin mit einer etwas moderateren Belichtungszeit. Von Uli Karle haben wir eine Einsendung aus der Bretagne, also beziehungsweise das Bild hat er in der Bretagne fotografiert, sehe ich am Bildtitel, das ist offensichtlich ein Wellenreiter-Spot. Mhm. Das Schöne daran ist, muss man ehrlicherweise sagen, dass wir im Wasser oder ich zumindest so auf den ersten Blick im Wasser keine weiteren Surfer sehen kann und dadurch dieser einzelne Surfer natürlich, Surfer natürlich unfassbar gut wirkt. Das wirkt super minimalistisch, richtig geil, ja, ganz, ganz toll. Das ist natürlich, und das ist das, was ich immer wieder sage, sehr, sehr klein. Stellt euch mal vor, ihr seht das auf dem Handy oder ihr seht das in 10x15 gedruckt, dann kann man kaum erkennen, dass es ein Surfer ist. Das muss man mal sagen. Ich sehe das hier auf dem 38 Zoll Monitor, ich sehe den Surfer relativ groß. Das ist ein Bild, das wirkt nur und ausschließlich, wenn es richtig groß gedruckt wird, richtig groß an die Wand kommt. Und da gehört es, Uli, meiner Meinung nach, zu 100 Prozent hin. Save the Date. Am 6. April ist der Tag, an dem hier die 500. Bildbesprechung stattfinden würde. Wir haben uns aber entschieden, den Livestream, der dazu gehört, zur 500. Sendung auf den 7. April, also auf den Sonntagabend um 19:30 Uhr zu legen. Das hat den großen Vorteil, dass du dir das sehr schön einteilen kannst und den Samstag Nachmittag zur freien Verfügung hast und ich gehe davon aus, dass dadurch auch viel mehr von euch zugucken können. Es wird mit Fotofreunden von mir, mit Bekannten, mit Menschen, die du auch hier aus der Bildbeschreibung kennst, gemeinsame Bildbeschreibung geben, wir ein bisschen über die 500 Sendung sprechen und es gibt auch was für dich zu gewinnen. Es lohnt sich also auf alle Fälle einzuschalten. Save the Date 7.04.1930 auf dem Kanal der ff schule hier bei YouTube. Ulrich Blanke hat ein schwarz-weiß Bild fotografiert und hierher gesandt. Und zwar ein schwarz-weiß Bild von irgendwie, ja, das ist ja irgendwas Öffentliches oder, keine Ahnung, Kirche, Schloss, irgendwas. Das ist hier ein Büchertauschregal, wenn ich das richtig sehe. Dann gibt es da so Konzerthinweise an der Wand. Ah, Requiem, ja, wahrscheinlich ist es eine Kirche. Da fällt das Licht sehr schön rein. Da hast du eine gute Stelle erwischt. Das Licht fällt auch in einem tollen Winkel. Insgesamt ist es eine, eine sehr schöne schwarz weiß umwandlung finde ich. Das Büchertauschregal finde ich nicht so gut. Da könnte ich sehr gut drauf verzichten. Ja? Ähm, der Rest ist aber recht schön. Die Stürzerlinie hätte ich noch ein kleines bisschen sauberer beseitigt. Die stürzt noch ganz schön oben nach innen, zumindest auf der. Ähm, linken sein. Das muss ich mal auf der rechten gucken. Kann natürlich auch sein, dass das ganze Gemäuer total schief ist. Auf der rechten Seite ist das ganze Bild, kippt, glaube ich, nach rechts. Aber das hätte man noch ein bisschen schöner ausrichten können. Schwarz-Weiß-Umwandlung ist aber super. Ulrich Steininger, der hat eine Langzeitbelichtung gemacht. Sehen wir am Himmel, weil da so ein paar Star-Trails aufgrund der Erdrotation von den Sternen entstanden sind. Und das an einer Stelle, wo es relativ hell ist, also irgendwo in der Stadt. Denn das ist ja kein Gebäude was üblicherweise irgendwo im, auf dunklen Land in Brandenburg so steht. Insofern, deswegen sind es noch so wenige Sterne. Und wir sehen noch diesen grauen Dunst im Himmel. Mhm. Grafisch sehr schön, ja, das muss man sagen. Ich finde es grafisch sehr gelungen. Ich mag die Farbwelt auch, wobei ich mir vorstellen könnte, wenn das Grau im Hintergrund vom Himmel noch blauer wäre. Also du hättest ein bisschen blau eingefärbt, dann wäre das Bild wahrscheinlich noch cooler, dass nur auf dem einen Balkon da Licht brennt richtig gut der ist auch an einer ganz guten Stelle vielleicht ein ganz ganz bisschen zu niedrig man noch ein bisschen weiter nach oben schwenken können oder aber ein bisschen ähm, oben noch was wegschneiden nichtsdestotrotz schöne Nachtaufnahme finde ich auf jeden Fall Ulrich Witt wir haben ja heute Ulrichs als wird es keinen Morgen geben hat am ähm, Bahnhof fotografiert und zwar am Lübecker Bahnhof das weiß ich nur weil es im Betreff steht ähm, und das Bild heißt Sonnenbank hätte ich nicht so gesehen ja also ja jetzt wo ich da hingucke sehe ich natürlich dass da Schatten von den Lehnen auf den Bänken sind und dass da die Sonne hinscheint und so. Das sehe ich jetzt natürlich alles, klar. Aber ich hätte das tatsächlich nicht gesehen, wenn ich äh, den Titel nicht lesen würde. Ich finde es trotzdem minimalistisch gut. Ich finde tatsächlich hier auch das ist ganz gut, dass es nicht schwarz-weiß ist, weil der Braunton von dem Holz ist schon sehr, sehr schön und harmoniert gut mit dem Backstein im Hintergrund. Mir fehlt einfach ein bisschen Leben, also jemand, der auf dem Bahnsteig steht, geht oder im besten Fall auf einem dieser Sitze hier vorne sitzt und am liebsten nicht auf dem mittleren. Von Walter Kaufmann kommt eine Makroaufnahme von einer, ich würde mal sagen, Fliege, ohne das näher spezifizieren zu können. Ja, das ist ein ganz gutes Makro, ist mit einem 105er Sigma fotografiert. Ähm, leider ist es nicht so wahnsinnig gut ausgearbeitet. Also die Blüte ist schon... Mächtig überstrahlt an vielen Stellen, das ist ja schade. Das Bokeh ist im Hintergrund sehr, sehr unruhig, was mich total wundert, weil bei so einem 100er-Makro würde ich eigentlich denken, dass es nach hinten natürlich sehr weich ist. Du hast natürlich abgeblendet, wie ich hier sehe, auf Blende 18. Das hat natürlich für dieses ähm, durchaus blendenlamellige Bokeh gesorgt und gleichzeitig ähm, auch dafür, dass die Schärfentiefe über die ganze Fliege reicht, aber hat halt den großen Nachteil, dass jetzt der Hintergrund auch mit in die Schärfenebene zu Rücken droht und deswegen das Bouquet dazu zu sehen ist. Und das ist ein wirklich hässliches Bouquet. Denn sonst ist eigentlich die Farbwelt eine schöne von der Fliege auch zum Hintergrund. Technisch ist es halt nicht besonders gut gemacht. Winfried Scholz, der hat eine Möwe fotografiert und das Bild hierher gesandt. Und das ist fotografiert mit einem Tamron, ich glaube, einem 16300, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also, was ist das für eine Kamera? Kann ich das auch irgendwo sehen? Meistens ja wenn Alles gut läuft. Hm. Oder doch nicht, doch. Eine Canon 750D. Äh, ich nehme an, der Autofokus ist nicht schnell genug. Denn der Autofokus sitzt irgendwo, aber nicht da, wo er hingehört. Also der Fokus gehört hier ja auf alle Fälle auf die Möwenaugen. Und das Bild hat insgesamt wenig Schärfe. Also das kann natürlich auch an diesem Reisezoom liegen. Aber ich kann überhaupt nicht erkennen, wo die Schärfe ist. Ist die vor dem Vogel? oder soll sie, ist sie tatsächlich auf den Augen und es sieht nur so unscharf aus, also es fehlt dem Bild einfach an Brillanz und Schärfe, das kann auch am Licht liegen das kann an allem möglichen liegen, die Vignette die da reingefügt ist, ja kann man machen im Thumbnail stört sie mich schon sehr, so in groß sieht man sie nicht ganz so doll, aber im Thumbnail stört sie mich schon sehr aber Birds and Flight ist einfach ein sehr sehr schwieriges Thema es braucht einen sehr sehr guten Autofokus mit einem sehr sehr schnell fokussierbaren Objektiv und dann auch einen guten Moment mit der richtigen Lichtrichtung und ich will nicht sagen, dass ich das hier alles viel viel besser kann aber dem Foto, und ihr wisst, Schärfe ist nicht das Wichtigste, aber dem fehlt jetzt hier Schärfe. Es kann mit allem möglichen zusammenhängen, wollen wir nochmal ganz kurz gucken auf die Belichtungszeiten, 800stel. Selbst damit könnte es zusammenhängen, dass die 800stel nicht kurz genug war. Ganz herzlichen Dank, dass du hier und heute zugeschaut hast bei der 4,99. Ganz herzlichen Dank, wenn du dies in den Kalender eingetragen hast für nächste Woche, für die 500. Ganz herzlichen Dank, wenn du deinen Freunden davon erzählst und das vielleicht auch bei Instagram, bei WhatsApp im Status oder auch bei Facebook postest, dass es nächste Woche hier die Live-Sendung gibt. Da kannst du einfach den Link bei uns von der Webseite nehmen. Gehst in die Browserzeile auf ffotoschule.de, ff auf dem Blogartikel, kopierst das raus, postest das bei Insta oder WhatsApp oder Facebook. Und dann sehen wir uns hier in Live und in Farbe am kommenden Samstag zur Folge 500.